So, gucken wir mal, wie wir hier runterkommen. Also als wir hier aufgehört haben, waren sich hier ordentlich Aliens und Soldaten am Fetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit auch noch weitergeht. Danke dir für dein Haus, Janik. Es würde mich jetzt fast ein bisschen wundern, wenn hier jetzt nichts an Aliens auftaucht und ich hier einfach so durchmarschieren kann. Oder vielleicht taucht hier wieder irgend so ein netter Sniper auf und versucht mich hier irgendwie wegzuholen. Die Frage ist, wo geht es hin? Da in der Ecke haben wir auf jeden Fall schon mal eine Tür, die ein Durchgang sein könnte. Merken wir uns. Ah, hier sind so Hüpfedinger, ne? Aber die tun es nicht mehr. Gucken aber vorher nochmal in die andere Ecke, ob es hier noch was zum Looten gibt. Nämlich genau sowas. Hier ist gelockt. Hier ist auch Stimmung gewesen, würde ich sagen. Da ist auch noch so ein Hüpfeding. Aber ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ja, da oben wäre eventuell irgendwas, aber wir gucken erstmal da in der anderen Ecke an der Tür. Was dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen ist, der Himmel verändert sich auch mit der Zeit immer mehr. Der wird immer mehr so komisch, wolkig. Oh, wirklich. Okay, dann war es wohl doch die andere Ecke. Mit dem Hüpfeding, diesem Hüpfe-Alien. Frage ist, wollen wir hin? Da drauf oder dahin? Ja, vermutlich dahin. Ja. Ah, das war nicht gut. Glück gehabt. Das hätte mich sonst jetzt echt wieder ordentlich HP gekostet, ey, dieser eine Fehljump. Boah, diese Drecksviecher, ne? Wat Assi? Wat Assi? Schön aus der Ecke da raus, ey. Bisschen Muni sparen, ne?
Hier ist ja gerade noch irgendwo eine Tür aufgegangen. Ja, da unten die Tür, die war doch vorhin nicht auf. Servus. Oh, leck mich am Arsch. Ist das schon wieder so ein verkackter Sniper, ey? Da schmeißt der echt einen Stuhl nach mir. Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich denn jetzt so nach vorne ge... Was war das denn? Warum bin ich denn gerade so nach vorne ge geschleudert? Ich fürchte, ich werde da irgendwas an diesem Drehrädchen machen müssen. Alles klar. Alter! Kommen die noch klar auf ihr Leben, ey? Hola. Natürlich trifft er mich da in der Ecke. Ich weiß nicht, ich habe halt diese Befürchtung, ich muss da mal an diesem Rädchen drehen. Ich weiß es halt nicht genau. Speichern wir einfach mal, falls die Affen mich da jetzt wegholen. Ist das asozial? Du musst auch noch die ganze Zeit hier stehen bleiben, weil das Ding sonst wieder zugeht. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich fürchte, ich sollte hier nicht schießen. Das Game ist ein wenig leise. Das Game war gar nicht zu hören. Fällt mir gerade auf. Man sollte eventuell auch die Quelle dazu schalten. Bruder! Okay.
Boah, bleib bloß unten, ey. Ist auch geil, wie man sich so mitduckt. Geh doch rein. Ja, ich glaube, jetzt ist auch egal, ob ich mit einer Waffe hier rumlaufe. Aber jetzt hat es ja schon Wumms gemacht. Und die Trottel haben sich jetzt hier noch selber mit weggesprengt, ja. Oh. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ah, doch, da unten. Ein paar mehr. Das war zu weit weg, oder? Hauptsache, das komische Kopfvieh lebt immer noch. Ist hier irgendwas zu drücken? Nee, aber da liegt so ein Rädchen. Das werden wir hier wahrscheinlich irgendwo anbringen müssen. Gucken. Alter! Gucken wir wo. Vermutlich da. Müssen wir erst noch irgendwo anders drehen, bevor wir da drehen können? Jetzt geht's. Okay. Manchmal ist das Spiel ein wenig verwirrend. Hallo? Hier ist nichts, ne? Nein. Okay, dann werden wir jetzt wohl da oben durch so eine Röhre können, müssen, sollen, tun, machen. Du weißt. Keiner da?
Hallo. Da draußen gibt's wohl Trouble. Da sind auf jeden Fall Soldaten. Dr. Freeman, aren't you? Well, the good news is, you just ran into the only guy for about half a mile who has Lambda codes. Bad news is these guys are blocking the freaking goal line. I say we do this nice and quiet. They look distracted enough. Klar. Kommst du mit oder? Vor allem, wir machen das nice and quiet. Das wird doch eh wieder nix. Sache, wenn man nicht ständig irgendwo hängen bleibt, ne? Okay, du wartest auf mich, dann gehe ich noch mal eben hier ein bisschen looten. Ja, dann. Ja, hier waren wir doch vorhin schon mal. Okay, security booth. Down and to the right. Das ist sehr lieb von dir, Janek. Dankeschön. Das freut mich, wenn es dir hier gefällt. Okay. We made it. Oh, that'll get your heart pumping. After you, good sir. Als ob hier jetzt endlich mal ein halbwegs fähiger Wachmann dabei gewesen wäre. Die anderen waren sonst immer nur so Kanonenfutter. I tell you what, that could have been a lot worse. Wait, what? Ja, so viel zu dem Thema. Das war's dann mit dem fähigen Wachmann. Wieder einer weniger. Der lachte schon so komisch, ja. Das war zu einfach.
Es wäre zu schön gewesen. Was mir gerade noch einfällt, den wir ja gestern da noch hatten, bei der letzten Runde, da hatten wir diesen großen, fetten, extrem großen Typen, der da in einen von diesen Tunneln rumgelaufen ist. Wir sind dem bisher nicht mehr begegnet, aber ich würde mal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten, das kann nicht mehr lange dauern. Wenn die Mucke schon so komisch wird, ne? Also hier wird schon ein bisschen aufgeräumt. Ja, hätte ich jetzt fast mit gerechnet, dass der jetzt tatsächlich hier jeden Moment auftaucht. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Bestimmt nur eine Frage der Zeit. Natürlich. Ja. Da waren wir beim Thema. Und der hat mich natürlich gesehen. Und jetzt komme ich auch natürlich nicht an dem vorbei. Ja, aber gut. Wir hatten ja vorher gerade nochmal eben gespeichert. Ja, und dann jagen wir mal da rein. Ich renne jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ah, das ist bestimmt keine gute Idee. Okay, das sieht so danach aus, als würden wir nicht drum rumkommen, uns um den Typen zu kümmern. Bringt das irgendwas mit diesem Raketenwerfer?
Er ist auch verdammt schnell. Okay. Scheint es nicht gebracht zu haben. Aha. So, to place. Water, target, on screen, irgendwas. Was habe ich jetzt gemacht? What the fuck? Mouse 1 to place target on screen. Hä? Ah! Ah, irgendwas kommt da. Okay. So läuft das. Gut, haben wir also jetzt unsere ganzen, oh. Hoppala. Das wollte ich nicht. Haben wir jetzt also unsere ganzen, Granaten quasi für nix verballert. Aber gut. Das wusste ich halt jetzt auch nicht. Frage, wo geht's jetzt weiter? Im Tunnel? Nope. Da ist kaputt. Dann vermutlich da unten irgendwo. Nix. Müssen wir wieder tauchen. Hm. Dann hier vielleicht. Auch nicht. Dann, kann ich noch so ein Target placen, um mir hier noch irgendwas freizuschießen? Die Frage ist, wo will ich hin? Will ich da rein? Was war das denn? Bim-bim. Okay. Das war's irgendwie auch nicht. Wo wollen wir hin? Vielleicht der LKW? Ja, war ich auch am Überlegen, aber andererseits war ich dann am Überlegen, was soll der mir bringen?
steht ja nur da. Da kamen wir ja schon nicht weiter. Okay. Yannick, es geht darum, wir sind eigentlich theoretischer Physiker in einer Forschungseinheit. In dieser Forschungseinheit, Forschungseinrichtung, in der wir uns hier befinden. Und bei einem Experiment ist aber ein bisschen was schiefgelaufen. Und mit einem dieser blöden Experimente haben wir ein Portal in eine andere Welt geöffnet. In einer Alien-Welt. Und diese Aliens sind jetzt durch dieses Portal hier auf die Erde gekommen und pöbeln hier rum. Na, also haben wir jetzt das Problem, wir müssen A, diese Aliens bekämpfen und B, ist jetzt auch noch die Regierung dazu gekommen mit ihren Soldaten und hat sich gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen doof, dass die da jetzt Aliens haben in dieser Forschungseinrichtung. Den ganzen Laden machen wir jetzt mal zu. Dass da gar keiner mehr rauskommt, also weder Aliens noch Forscher. Und wir möchten aber hier raus. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch noch mit den Soldaten rumschlagen von der Regierung. Aber die Regierung versucht halt diese Anlage in Schutt und Asche zu legen. Was man dann immer wieder daran erkennt, dass da halt Jets drüber fliegen und Bomben abwerfen und all so ein Bums. Die wollen uns platt machen. Nichts zum Looten. Also, ist die eine, ich dachte schon, ist die eine Sirene aus, geht die nächste an. What? What the fuck? Hallo, ich bin Freeman. Not only are we way behind enemy lines, we just missed the last flight out of here. I sure hope you brought some backup Poindexter, because we're gonna need it. Naja. Let's get the hell out of here. Let's mobilize. Ja, klar. Ist immer toll, sowas. Moment, hier ging es ja nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Achso, ja, nehmen wir doch einfach die Tür. Klar, spawnt halt alles. Oh. Scheiße. Das kommt davon, wenn man die falsche Waffe auf Schnellzugriff hat. Dann schmeißt man halt mal so ein Bombenpäckchen. Anstatt die Shotgun in der Hand zu haben. Gibt's hier noch was zum Looten?
Der Gute. Was bist du? Okay, vielleicht bist du schon platt. Jo, guten Hunger. Ich könnte ein bisschen Leben gebrauchen. Naja, hilft ja nicht, ne? Wenn mich das Ding trifft, ne, bin ich direkt RIP. Mal jetzt schnell schön zwischenspeichern, weil mit nur noch 14% Leben kann jeder Schuss der letzte sein. Heck. Das Spiel gönnt wieder nichts, ne? Angeschwommen? Ne, sah gerade so aus. Der lebt doch locker auch noch, oder? Oh. Da ist wieder Monsterfisch im Wasser. Das wird nicht gut enden, Freunde.
Die Frage, war das nur der eine? War unser Glück mit Sicherheit nicht. Was hat mich denn jetzt gerade verletzt? Hauptsache, ich werde direkt beschossen. Ja. Ja. Ist okay. Wo ist das Teil? Das war aber jetzt auch ein Glückstreffer, oder? Speichern. Schon mal ein Problem weniger. Oh, ein bisschen Leben. Ja, wo geht's hin? Da hoch oder erstmal noch hier unten? Ah, okay. Ah! Hat sich die Frage wohl erledigt. Ob es jetzt direkt wieder des Todes auf die Fresse gibt. Hört man Stimmen? Ich kann mich ordentlich ausrüsten. Das wird wahrscheinlich nicht ohne Grund so sein.
schauen wir mal, wo uns die Reise jetzt hinführt. Okay, hier irgendwie ins Nichts. Wer oder was war das? Natürlich muss er wieder nachladen. Oh, Panzer. Bleiben wir, glaube ich, noch mal ein bisschen hier. Meine Fresse. Mal, ey. Mal dieses Hängenbleiben irgendwo. Alter, bleibst du an... Boah, Junge! Alter, ey!
Gott, ey. Haben sich die Viecher aber schon so ein bisschen eingerichtet, würde ich sagen. Noch was zum Looten hier. Nee. Leider nein. Warum immer wieder runter in den Keller? Wir wollen doch hier raus aus der Bude. Ja, nun! Hier irgendwas zum Aktivieren oder Push the Button oder sowas. Nein. Nur eine Menge radioaktiver Abfall. Das wird wohl gleich ein Weg sein. Da oben durch die Lüftung. Aber auch hier, wie gerade nochmal checken, gibt es irgendwas zum Looten? Nope. Hier gab es auch nichts mehr, ne? Ah, doch.
jetzt. Rein da! Ja, sollen die sich da erstmal wegrasieren? Da steht wieder ein Panzer. Oder stand. Ja, die sollen sich da erstmal gegenseitig erledigen, bevor wir da mit reinspringen. Weniger Stress für uns. Ja, ich sehe schon, das wird so nix. Jetzt mal fröhlich ein paar Granaten verteilen. Und natürlich muss er wieder nachladen. Was sollte es auch anderes sein? Irgendwo steht hier auch wieder so eine Automatikwaffe rum. So eine tolle Selbstschussanlage. Bei meinem Glück laufe ich da gleich wieder voll rein, weil ich die wieder zu spät sehe. Ist die? Man hat sie doch gehört. Sag ich doch. Nervig, die Scheißteile, ne? Na gut. Ja, fall um.
was jetzt kommt.